31 als nächsten Tagesordnungspunkt. Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Es liegen zwei Änderungsanträge vor, AfD und Dissidenten. Wünschen Sie, die eingebracht zu haben? Dann wäre jetzt die Chance. Bitte schön, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, mit der hier zu behandelnden Vorlage soll der Stadtrat heute die Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Zukunft Dresden 2035 Plus beschließen. Dieses Konzept beschreibt in erster Linie die zu weiterentwickelnden Stadtgebiete in Dresden für die kommenden Jahre. Da sich die Stadt seit Beschluss des letzten INSEC im Jahr 2016 weiterentwickelt hat, ist hier eine Fortschreibung erforderlich. Einige der derzeit enthaltenen Entwicklungsgebiete sind abgeschlossen, können also quasi rausgenommen werden. Andere neue Schwerpunkträume sollen gesetzt werden und müssen deswegen in dem Konzept mit aufgenommen werden. Die Fortschreibung dieses Konzepts ist daher wichtig, weil viele Förderrichtlinien von EU und Bund nur die Projekte fördern, die auch in den jeweiligen INSEC enthalten sind. Die Fortschreibung dieses INSEC, insbesondere der Schwerpunkträume, ist notwendig, um auch zukünftig die Aussicht auf Fördermittel zu wahren. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, neben der Definition dieser Schwerpunkträume auch eine entsprechende Analyse der Gebiete voranzustellen, sozusagen als statistische Begründung der Notwendigkeit, die jeweiligen Schwerpunkträume im Konzept aufzuführen. Wir halten deshalb die Fortschreibung des 2016 beschlossenen INSEC grundsätzlich für sinnvoll, zumindest in den Teilen A und C. Den in dieser Vorlage enthaltenen Wurf zum Teil, der den Teil B des aktuell gültigen INSEC ersetzen soll, halten wir hingegen nicht für sinnvoll, zumal mit diesem Entwurf an nicht wenigen Stellen die bisher gültigen Zukunftsziele genau ins Gegenteil verkehrt würden. Wenn beispielsweise unter dem Zukunftsziel 18 bei der Entwicklung neuer Standorte bisher eine vollwertige Erschließung mit Verkehrsträgern im INSEC gefordert wurde, lautet die Formulierung im Entwurf zur Fortschreibung, dass bei Standortentwicklungen zukünftig nur noch die Erschließung mit Verkehrsträgern des Umweltverbundes gewährleistet werden soll. Wie das in einem Industriegebiet mit Schwerverkehr dann funktionieren soll, lässt der Entwurf offen. Derartige Beispiele finden sich viele, sodass man zum Schluss kommen muss, dass dieser Entwurf im Hinblick auf die Zukunftsziele keine Fortschreibung des INSEC mehr ist, sondern vielmehr eine vollkommene Neuausrichtung. Eine derart schwerwiegende Neuausrichtung sollte aus unserer Sicht nur im Zuge einer Neufassung verbunden mit einer breiten Beteiligung der Bürgerschaft erfolgen. Bereits die Beteiligung in den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten hat gezeigt, dass über Vertreter aller Parteien hinweg die Formulierung in diesem Teil besonders umstritten war und dass zu diesem Teil besonders häufig Anträge auf Streichung oder Änderungen gestellt wurden. Aus meiner Sicht sind all diese Anträge vollkommen berechtigt gewesen. Nur der Ansatz, an einigen Stellen etwas Kosmetik zu betreiben, halte ich ja nicht für weitgehend genug. Die Fragwürdigkeit dieses Teils beginnt schon direkt im ersten Absatz, wo Bezug auf eine informelle Ministerkonferenz genommen wird, ohne dass sich aus dieser Konferenz irgendeine Fördermittelseite oder rechtliche Bindungswirkung ergeben würde. Diese Konferenz soll nun ohne jegliche gesetzliche Grundlage für die Verwaltung der Landeshauptstadt Dresden mit dieser Vorlage als Handlungsleitung heraufgestuft werden. Diese Konferenz ist für die Entwicklung unserer Stadt ebenso irrelevant wie die in diesem Teil zu findende Formulierung einer globalen Verantwortung bei der Stadtentwicklung. Die Entwicklung einer Industriebarriere in der Sedlitz erfolgt doch, weil wir eine lebenswerte Stadt haben wollen, weil wir Flächen für Gewerbe und Wohnungen haben wollen und nicht, weil wir in der Sedlitz irgendeine globale Verantwortung sehen. Insofern ist diese Absprungebene für ein Stadtentwicklungskonzept etwas zu hoch gewählt. Zumal die Idee mit dem Eine-Welt-Gedanken angesichts der Entscheidung der Ampelregierung für schwere Waffenlieferungen in den Kriegsgebiete ohnehin etwas aus der Zeit gefallen scheint. Insgesamt sind diese Formulierungen dieses Teils des INSEC aus unserer Sicht auch zu schwammig formuliert, als dass wir diesen Teil als handlungsleitenden Bestandteil dieses Konzeptes für die Verwaltung mitbeschließen könnten. Unser Vertrauen in den Geschäftsbereich unseres Baubürgermeisters ist, dass genau diesen Teil des Konzeptes dann in den nächsten Jahren als handlungsleitende Grundlage für die Ausweitung der baubürokratischen Hürden sehen könnte, ist uns dann doch nicht tiefgehend genug. Kurzum, die Fortschreibung des INSEC in den Teilen A und C und die Ergänzungen des federführenden Ausschusses können wir zustimmen, solange eine grundlegende Anpassung der Zukunftsthemen erst mit der geplanten Neufassung des INSEC erfolgt. Dies ist unsere Bedingung für eine Zustimmung dieser Vorlage. Daher haben wir den entsprechenden Änderungsantrag gestellt. Vielen Dank. So, wird der Antrag Gisen jetzt vorgestellt? Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte schön.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Das integrierte Stadtentwicklungskonzept ist ein Konzept, was aufgeschrieben wird, um der Verwaltung zu sagen, in welche Richtung es in den nächsten 10, 15 Jahren denken, handeln und entwickeln soll. Und es ist B, auch eine Grundlage, um eine ganz schöne Menge an Fördergelder zu beantragen bei höheren Stellen. Insgesamt ist der Entwurf des Entwicklungskonzept, so wie wir es jetzt heute beschließen können, eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, hat mir das meiste sehr gefallen. Einige Kleinigkeiten kann man rumkritisieren. Aber im Ausschuss, im letzten Ausschuss, im federführenden Ausschuss, ist ein ganz, ganz vergifteter Apfel in dieses Ausschussvotum gekommen. Und zwar hat der weise Ausschuss, es muss mit irgendeiner obskuren Mehrheit gewesen sein, alle, aber auch wirklich alle Erwähnungen von Parkgebühren, Parkraumbewirtschaftungen, aber auch sowas wie smarte, innovative, neue, zu entwickelnde Parkraummanagementmöglichkeiten, die wir jetzt entweder schon haben oder wir in Zukunft in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln könnten und für die wir auch einen Haufen, einen Sack voll Fördermittel einwerben könnten, all das ist rausgestrichen. Und unser Änderungsantrag sagt lediglich, Beschlusspunkt 3 des Ausschusses soll entfallen. Beschlusspunkt 3 sind all diese Streichungen von den Parkmöglichkeiten. Ich sage Ihnen jetzt vier Gründe, warum wir das machen sollten. Der erste, da kann man ja politisch diskutieren. Wir brauchen sogenannte Push, das ist jetzt meine Meinung, wir brauchen Push-Faktoren, damit wir den Verkehr in Zukunft anders regeln können, damit wir halt mehr Menschen dazu bewegen, in Bus und Bahn zu fahren, mit Fahrrad zu fahren, zu Fuß zu gehen. Das ist natürlich ein politisches Argument und da kann man natürlich sagen, das ist irgendwie linksprogressive Ideologie oder so, das brauchen wir nicht. So, könnte man sagen. Die anderen zwei Argumente, die nächsten zwei, sind aber handfeste. Das erste ist, dass wir es sehr viel schwieriger haben werden, Fördergelder zu akquirieren. Und ich erinnere mich, die CDU, die möchte immer gerne, dass Handwerker, Hebammen und so weiter irgendwie besser parken können. Jetzt stellen wir uns vor, es gibt ein Förderprogramm oder es gibt Ideen, dass wir mit Smart-Technologie, dass wir in einem Gebiet genau diese Parkmöglichkeiten für Handwerker, für Hebammen frei halten. Dann sehen die halt irgendwie so, ja, auf dem Bildschirm, da muss ich hin und dann wird das freigehalten oder wie auch immer. So, wir können, wenn wir diesen Punkt 3 nicht streichen, dann können wir da in den nächsten Jahren, oder es wird sehr, sehr viel schwieriger, dafür Fördergelder zu akquirieren. Der dritte Punkt ist auch wichtig. Denn wenn wir jetzt wirklich die nächsten 10, 15 Jahre niemals mehr, so steht es dann zumindest im Konzept drin, niemals mehr an den Preisen schrauben, an den Gebieten schrauben, an den Art und Weise, wie wir Parkraummanagement schrauben, dann verlieren wir Größenordnung jedes Jahr 20 Millionen, je nachdem, wie Sie es ausgestalten. Das sind 15 bis, man könnte auch 40 Millionen draus machen, jedes Jahr. So, also wenn wir den Punkt 3 jetzt bestehen lassen, dann vergeben wir uns hier die Chance. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass, wenn der so beschlossen wird, der Antrag Herr Hilbert eigentlich widersprechen muss, denn es entsteht ein massiver Schaden für die Stadt. Punkt 4, warum wir heute Grund 4, warum wir den Punkt 3 rausstreichen sollten heute hier, ist, weil es eine relativ große Chance auf eine Mehrheit hat. Das heißt, wenn zumindest dieser Teil des Stadtrats heute nicht sagt, wir wollen das mit den Parkgebühren wieder raus haben, es wäre ein ziemlicher Affront gegenüber der Verkehrswende, gegenüber der Solidität im Haushalt und gegenüber dem, was wir uns verpflichtet haben, nämlich Schaden von dieser Stadt abzuwenden. Meine Damen und Herren, damit lasse ich es bewenden. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich hoffe, wir kriegen ein sehr schönes Entwicklungskonzept für die Stadt Dresden. Dankeschön.
So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. CDU beginnt. Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das INSEC ist die Arbeits- und Entscheidungsgrundlage für die Stadtplanung und Stadtentwicklung mit dem Planungshorizont bis 2035. Wir beschließen heute die zweite Fortschreibung. Das, was wir beschließen, sind Leitlinien für die künftigen Entscheidungen des Stadtrates, dieses und auch des nächsten Stadtrates. Das Stadtgebiet wird in Schwerpunkträume gegliedert und innerhalb dieser Räume werden Schlüsselprojekte definiert. Berücksichtigt sind die UN-Nachhaltigkeitsziele. Die AfD hat schon kritisiert, dass die drin sind. Ich finde es persönlich sehr wichtig, dass die drin sind, weil die UN-Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, weltweit gelten. Und warum sollte Dresden sich da irgendwie ausnehmen? Kritisch sehe ich an dieser Vorlage, dass zahlreiche Schlüsselprojekte einfach nur fortgeschrieben werden aus der vorhergehenden Vorlage, in der Vergangenheit aber keine Realisierung erfolgt ist und auch keine Priorisierung in der Stadtverwaltung offensichtlich da ist. Aus CDU-Sicht fehlt in dem INSEC allerdings eines, und das ist der besondere Blick auf die Wohnsituation der Menschen. Die ist aus unserer Sicht sehr unzureichend berücksichtigt. Erst kürzlich, also die Rede ist schon ein bisschen länger vorbereitet, wir haben vor nicht allzu langer Zeit, ich formuliere es um, vor nicht allzu langer Zeit den Wohnungsmarktbericht vorgestellt bekommen, der die Abwanderung insbesondere junger, meist auch gut verdienender Familien ins Umland erneut bestätigt. Es gab neulich auch eine, ich fand es etwas witzig, Pressemitteilung der beiden SPD-Vorsitzenden hier in Dresden, die sich darüber irgendwie verwundert geäußert haben. Warum wandern junge, gut verdienende Familien ins Umland ab? Weil sie in Dresden kein Bauland finden, weil sie gerne ein Häuschen haben wollen, bauen wollen und in Dresden einfach keine Flächen dafür vorhanden sind. Es muss dringend gegengesteuert werden. Es ist ein Irrglaube, Wohneigentumsbildung aus Angst vor Flächenversiegelung, liebe Grüne, in der Stadt zu verhindern. Die neuen Eigenheime entstehen dann eben weiter Lassen Sie mich reden, Kollegin. Neue Eigenheime entstehen dann weiter draußen in Ottendorf-Ogrilla, in Groß-Röhrsdorf, in Arnsdorf, in Kesselsdorf, in Stolpen. Wer heute auf der Messe gewesen ist, auf der Haus, konnte sich die Baugebiete ansehen, die beworben werden. Und die Leute, die da entsprechend bauen wollen, die ziehen dann ins Umland. Was passiert? Die Menschen pendeln aus ihren neuen Häusern im Umland zum Arbeitsort nach Dresden wieder ein. Das bestätigen hier auch die Statistiken. Wir haben entsprechende Einpendler, die deutlich höher sind als Auspendler. Und in aller Regel pendeln die Leute dann eben nicht mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV, sondern mit dem PKW. Das produziert zusätzlichen Pendlerverkehr, in aller Regel CO2-Ausstoß und es raubt den Menschen wertvolle Lebenszeit. Nicht zuletzt gehen der Stadt wichtige Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen verloren. Hier braucht es eine Nachsteuerung im INSEC. Mit unseren Anträgen zur Entwicklungsstrategie 2035 und zur Stadt der kurzen Wege, die der Stadtrat erst vor einiger Zeit beschlossen hat, haben wir dafür die Handlungsaufträge an die Verwaltung erteilt. Im federführenden Bauausschussvotum, was heute zur Abstimmung steht, wurde auf unsere Initiative hin in der Beschlussempfehlung ergänzt, dass die Verwaltung die Beschlüsse zu diesen beiden Anträgen noch nachträglich im INSEC einzuarbeiten hat. Die Erhöhung der Wohneigentumsquote, wohlgemerkt für selbstgenutztes Wohneigentum, muss ein Planungsziel unserer Stadt werden. Ansonsten sind wir gespannt darauf, wie die Verwaltung die zahlreichen von ihr selbst benannten Schlüsselprojekte in nächster Zeit zur Umsetzung bringen wird. Wir stimmen heute dem federführenden Ausschussbericht zu und werden dann die Stadtplanung weiter wohlwollend, aber auch kritisch begleiten. Vielen Dank. So, wird SPD das Wort gewünscht? Verzichtet. FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten nochmal, Herr Dr. Schulheim. AfD nochmal, Grüne verzichten. Herr Wirz, hatte ich gemeint. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, das INSEC, wenn man das schon ein paar Mal geändert hat, ist man ja im Prinzip gewissermaßen auch ein bisschen ernüchtert. Es ist ja schon gesagt worden, wir müssen es heute unbedingt abschließen, weil man eins braucht, um Fördermittel beantragen zu können. Damit sind auch grundsätzliche Ziele beschrieben. Im Rückspiegel betrachtet lag das INSEC oft daneben. Es spinnt
Entwicklung fort, ohne die Trendumkehren vorherzusehen. Das ist immer schwierig. Wir haben ja damals im Prinzip mal vor langen Jahren die demografische Wende in der Stadt, also den Einwohnerrückgang und den Anwachsen der Anwohner ist im Prinzip vom UNSEC nicht erkannt worden. Es ist nicht erkannt worden, dass der Zuwachs an Schülerinnen und Schülern in der Stadt, also dass es mehr Kinder gab im Prinzip. Wenn solche Entwicklungen stattfinden, haben sie dann natürlich auch Trendumkehren zur Folge und das ist dann immer schwierig. Insofern ist es auch so, das UNSEC wird schneller geändert, als die Stadt sich ändert. Stadtentwicklung ist wesentlich träger. Natürlich atmet so ein UNSEC immer wieder Zeitgeist. Das ist zurzeit Klimadebatte, Umfeldaufwertung, Begrünung, so diese Trends, die da gerade da sind. Das ist ganz vernünftig, aber wir wollen es immer nüchtern betrachten und im Prinzip ein Stück nüchtern betrachten und im Prinzip nicht überbewerten. Der Bauausschuss hat nicht nur obskure Beschlüsse gefasst, wie Herr Dr. Schulte-Wissermann hier meint, feststellen zu können, sondern eben auch zusätzliche im Prinzip Stadtentwicklung aufgezeigt, Notwendigkeiten. Dann im Prinzip haben wir als Linke auch mal im Prinzip eine Evaluierung mit reingebracht über die Aufwertungstendenzen, die Stadtentwicklung bei sich bringt. Also wenn in einer Gegend die Verkehrsnetze verbessert werden, wenn Radwege angelegt werden, wenn diese ganzen positiven Dinge passieren, Begrünung, Umfeldaufwertung, dann steigen in der Regel auch die Mieten und das führt zu Verdrängungseffekten. Und wir wollen auch diese Begleiterscheinung von Stadtentwicklung, von Stadtumfeldverbesserung ein Stück weit untersucht haben und da auch im Prinzip dann Maßnahmen ableiten, dass das im Prinzip nicht passiert. Es öffnet sich da eine soziale Schere und dem wollen wir als Linke entgegenwirken. Noch ein Wort zum Parkraummanagement. Grundsätzlich ist Parkraummanagement kein Mittel der Stadtentwicklung. Parkraummanagement ist in der Straßenverkehrsordnung und im Straßengesetz streng reglementiert. Es obliegt nicht der politischen Willkür, das einfach festzulegen. Es braucht Voraussetzungen. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann kann Parkraummanagement oder Bewohnerparken auch nicht angeordnet werden. Insofern haben wir das im Prinzip rausgestrichen aus dem Stadtentwicklungskonzept. Es heißt nicht, dass das nicht passieren kann. Es steht auch nicht drin, dass es nicht gemacht werden soll. Aber wir sind als Politik nicht frei, das überall willkürlich anzuordnen. Es braucht dadurch externen Parkdruck. Wenn der externe Parkdruck nicht nachgewiesen wird, dann findet das nicht statt. Die ersten Kommunen, die das im Prinzip sehr frei gehandhabt haben, machen jetzt gerade Bekanntschaft mit Gerichtsurteilen, die das auch wieder dann zurückschrauben und zurücknehmen. Außerdem hat auch der Stadtrat im Doppelhaushalt im Prinzip die drastischen Erhöhung der Bewohnerparkkarten nicht beschlossen. Insofern auch hier mal im Prinzip ein Stück weit eine Gehorsamsübung für die Verwaltung, nicht Dinge, die nicht beschlossen worden sind, in heimlichen Konzepte reinzuschreiben und zu denken, wir merken das nicht, weil wir die Konzepte vielleicht, weil sie sehr dick sind oder sehr umfangreich sind, nicht lesen. Herr Dr. Schulte-Wissermann hat ja heute, das ist sein Lieblingsthema, Parken, also wir reden über Stadtentwicklung, über Defizite in der Stadt, über einzelne Gebiete, über wirtschaftliche Entwicklung, über Bauland. Aber es geht immer wieder ums Parken und das ist so das Lieblingsthema. Und er hat ja heute den SUV-Fahrer bemüht, der für 70.000 Euro umsonst parkt. Dieses Klischee trifft auf Dresden so nicht zu. Wir leben in Ostdeutschland. Westdeutschland ist im Prinzip 2017 die Zahlen der Deutschen Bundesbank gewesen, war das Pro-Kopf-Medianvermögen. Wir gehen mal nicht vom Durchschnittsvermögen aus, das ist immer eine falsche Zahl, die zu hoch ist. Das Medianvermögen 83.000 Euro. In Ostdeutschland war es mit Medianvermögen 23.000 Euro. Also die SUV-Dichte ist ja sehr gering und Sie können auch davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass ein SUV-Fahrer für 70.000 Euro sein Fahrzeug auf den eigenen Ländereien parkt und nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Und unter Umständen hat dieses Fahrzeug dann auch noch einen eigenen Marstall und muss nicht im Regen rumstehen, wo es dann auch die Versicherung teurer ist. Leidtragende von Gebührenschneiderei im öffentlichen Raum sind dann im Prinzip diejenigen, die es auch gibt, die sich prekär ein Auto leisten, 40% im unteren 20. Des Vermögensbereiches, die leisten sich prekär ein Auto und die werden diejenigen sein, die sich nicht mehr leisten können und wir sind dann der Meinung, entweder parken alle oder es parkt niemand, aber hier im Prinzip Gebührenschneiderei zu treiben, ist auch kein
Fördertatbestand, wo es ein Förderprogramm gibt. Insofern ist es ganz vernünftig, dass es so drinsteht und das wollen wir auch zur Hand haben. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde abgeschlossen. Weitere Wortmeldung, Herr Dr. Schulte-Wissermann und dann Herr Licht. Lieber Herr Wirz, von der Partei Die Car is Over Sticker in der Neustadt verteilt. Und immer wenn die richtigen Leute da sind, irgendwas von Verkehrswende, ökologischer Wandel, Klimawandel und sozialer Wandel gehen Hand in Hand und so weiter und so fort. Ich habe immer gesagt, ich bin auch zu Ihnen gekommen und ich bin auch zu der Linken mal gekommen und zu einzelnen von Ihnen habe gesagt, ja. Es kann ja sein, dass Menschen, dass gerade dann Parkgebühren, wenn sie nicht viel Geld haben und ein Auto wirklich, wirklich brauchen, dass es Menschen gibt, die sozusagen für die dieses Mühe dann zu viel ist. Habe ich gesagt, dann lass uns doch einfach mal über ein differenziertes Modell sprechen. Ja, Parkgebühren anhand von Autowert. Oder Parkgebühren anhand von, wie neu ist das Auto oder wie schwer ist das Auto oder wie lang ist das Auto. Es gab einen Versuch von Grünen, das zu machen. Dieser Versuch ist auch schon in dem Vorschlag, den, wie gesagt, ist sehr komisch, dass der Pirat Herrn Hilbert verteidigt, aber ist in Herrn Hilberts Vorschlag auch schon drin gewesen. Also nur, weil es Menschen gibt, für die vielleicht die Parkgebühren, und wir reden hier von, je nachdem, wie man es macht, 30 bis 180 Euro im Jahr, also im Jahr, im Jahr. So, ja, wofür dann Menschen aber auch einen Parkplatz in ihrer Gegend finden. So, und das ist einfach unredlich, nicht auf die Argumente und nicht auf die Angebote einzugehen und immer wieder Oma Krawumke hervorzuholen und dafür aber all die anderen, die es sich wirklich leisten könnten, für die es überhaupt kein Problem darstellt, die denen zu sagen, ja, ihr könnt weiter umsonst parken, finden wir cool, finden wir geil, könnt, stellt euch einfach das ganze Jahr dahin, mit eurem Zweitwagen, noch mit eurem Wohnmobil, könnt ihr alle umsonst da parken, ist ja städtischer Raum, wir schenken ihn euch. So. Und das ist das eine. Das zweite ist, es war natürlich ein ganz schöner Rattenmove im Haushalt, sozusagen die Parkgebühren komplett rauszuschmeißen. Und ich habe nicht gesagt, obskurer Beschluss, ich habe gesagt, obskure Mehrheit. So, ja, irgendeine obskure Mehrheit scheint hier einfach mal ein progressives, ein Voranschreiten von Dresden, so wie ganz viele andere Städte, nicht zu wollen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Ich will das hier nicht ausdehnen, es ist schon spät. Ich hoffe, mein Punkt ist klar geworden und meine Einladung, konstruktiv an dieser Sache zu arbeiten, steht weiterhin. So, das motiviert Herrn Wirz zum Replik. Dann haben Sie aber beide zweimal Rederecht gehabt und müssen Sie sich ja nebeneinander setzen und das weiter austragen. Aber jetzt nochmal mit uns. Herr Schulte-Wissermann, wir leben in einer Zeit mit einer Verbraucherpreisinflation von 10%. Wir haben eine Energiepreisexplosion. Die Situation am Wohnungsmarkt wird dazu führen, dass die Mieten rasant steigen werden, auch die Nebenkosten. Da sagen Sie auch, wer sich das noch leisten kann. Wir müssen davon ausgehen, wenn wir die Bundesbank ernst nehmen, dass 40% der Menschen in diesem Land derzeit keine Rücklagen mehr bilden können. Und dann sagen Sie, dann sollen die doch zahlen. Soll der Wirtz doch bezahlen, dass seine Kinder verbilligt Straßenbahn fahren können? Entschuldigung, das ist für mich eine linke Tasche, rechte Tasche. Das ist das, was in der Bundesrepublik Politik unglaubwürdig macht. Das ist Gebührenschneiderei. So funktioniert das aber nicht. Sie erwischen im Prinzip denn die Leute irgendwo auf der Holbeinstraße Johannstadt. Da können Sie mal gucken, wie dort die Rentner mit ihren Krücken zu ihren Autos laufen. Sie nehmen denn die letzte Möglichkeit, mobil zu sein, mit dem SUV-Fahrer, den Sie hier plakativ vor sich hertragen. Das macht mich unglaublich wütend. Das ist eine unglaubliche soziale Ungerechtigkeit, wo Sie überhaupt kein Gefühl dafür haben. Sie haben kein Auto, Sie denken, Sie brauchen das nicht, Sie müssen nicht fahren. Und insofern ist das, auch wenn ich bei mir im Büro am Frühstückstisch sitze, das trifft im Prinzip, Sie machen sich gar keine Vorstellung. Also mein Chef, der hat einen Betriebswagen, der hat einen Tiefgaragenplatz, die Sekretärin, die kommt mit dem Auto und die stehen auf der Straße. Die bezahlen, die Sekretärin bezahlen, nicht der Chef.
Das ist nämlich die Frage, die Sie vollkommen vernachlässigt in Ihrem klischeehaften Autohass. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Da kommt noch was anderes dazu. Sie sagen dann, auch die Stadt sagt das, wir wollen dann im Prinzip die Parkgebühren nehmen und die DVB finanzieren. Dann sagen Sie aber, die Leute sollen auf die DVB umsteigen und sollen ihr Auto im Prinzip verkaufen oder sollen kein neues kaufen, was auch eine Tendenz werden wird, weil kann sich jetzt noch einen Neuwagen leisten. Also es wird ganz schwierig, wer kriegt noch einen? So, wenn die Leute aber kein Auto mehr haben, dann nehmen sie auch keine Parkgebühren mehr ein, um die DVB zu finanzieren. Dann stehen die Leute als Passagiere da, weil mitgenommen werden, aber sie haben keine Einnahmen. Insofern funktioniert das Ganze nämlich nicht, ist nämlich nicht zu Ende gedacht. Am Ende bleibt die Gebührenschneiderei und das muss ja auch so gesagt werden. So, meine Damen und Herren, die Argumente sind ausgetauscht. Wir können zur Abstimmung schreiten. Da haben wir zwei Änderungsanträge. Achso, nee, stimmt, Entschuldigung. Herr Kühn wollte noch einen kurzen Satz sagen und dann kommen wir zur Abstimmung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, auch wenn die letzte Debatte sehr interessant war, will ich noch mal sagen, im Kern ging es bei dem integrierten Stadtentwicklungskonzept und deren Fortschreibung nicht um das Thema Parken, sondern es geht um die strategische Ausrichtung der Stadtentwicklungsplanung mit dem Horizont 2035 plus und dort unter anderem auch die Implementierung der 17 SDGs. Das ist auch hier im Stadtrat hinlänglich in der Vergangenheit auch beschlossen worden. Genauso wie die Agenda 2030 mit der Nachhaltigkeitsstrategie. Es geht ferner um die Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung mit Blick auf das Thema Zukunftstechnologien, Smart City, Digitalisierung und auch das Ziel Klimaneutralität. Ich will nochmal sagen, mit Blick auf den einen Antrag, der sich nicht auf das Thema Parken bezieht, wir werden nicht erfolgreich sein bei der Beantragung von Mitteln aus dem EFRE-Programm oder bei der Städtebauförderung, wenn wir heute hier nur eine halbe Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes machen, sondern wir müssen schon jetzt unabhängig von der Debatte um den Beschlusspunkt 3 ein vollständiges Fortschreibung des INSEX erreichen, sonst können wir mit den Anträgen, die im Bereich der Stadterneuerung und wie gesagt EFRE eingereicht haben, werden wir die formellen Voraussetzungen nicht erfüllen. Das bitte ich nur mit Blick auf die Abstimmung und Ihr Verhalten zu dem einen Änderungsantrag zu beachten. So, dann kommen wir jetzt tatsächlich zur Abstimmung. Zunächst darf ich den Änderungsantrag der AfD zur Abstimmung stellen. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.16 Ja, 49 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Dann kommen wir zum Änderungsantrag der Dissidentenfraktion. Wer dem zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. »22 Ja, 42 Nein, eine Enthaltung, damit keine Mehrheit gefunden. Damit kommen wir zum unveränderten federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, ist jetzt an der Reihe.« »44 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen, damit so beschlossen. Bringt